Hallo und herzlich willkommen zurück zur Basisvernichtung. Ja, hier im Part 29. Eine Straße weiter rechts hättest du kein Nebel. Hier doch auch nicht. Oder doch schon. Akzeptabel, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, die Panzer fahren, wenn du dir so Was, einschnappst. die Sonne ist schon wieder. Zum Glück haben wir kein Glück. Das ist für der letzte Panzer, den wir so hernehmen können. Ja, ich glaube, wir fahren einmal durch die ganze Basis und schauen genau, wo es lang geht. Ja, einmal außen rum zumindest. Das ist ja wieder behindert gewesen, gerade mit dieser Sonde über mir. Was geil ist, dass die mir gar nicht erkennen können, aber jedenfalls, Wollen wir nicht einmal außen rum vorfahren? wieso? Schauen, wo noch Panzer rumstehen. Ach so. Ja, okay. Sonst ließe sich nämlich überlegen, ob wir mit dem Panzer nicht lieber rumfahren und die Giftteile zerstören. Außen rum, dass wir zu den Panzern außen hinkommen. Meinst du, wenn hier welche sind? Ah! Ja, ich glaube, hier sind welche. Gut. Und daneben ist direkt zum Giftteil. Ja, ne, achso, wieso die Giftteile machen uns ja nichts? Machen wir einfach dreimal. Wir haben vier Panzer insgesamt. Ne, warte mal, da sitzt einer drin, da nicht. Also wir haben drei Panzer. Und vier Ziele. Vier Ziele. Nee, der Punkt ist nur der, dann können wir nicht so einfach locker zu den Panzern hinlaufen. Doch, das geht schon. Dafür jetzt noch einen Panzer verbrauchen, weiß nicht. Da glaubst du, ich darf so einen Zaun jetzt erfahren schon, oder? Ich Muss ich weiß nicht. hier. Da haben wir eine Panzerfaust. Also hier ist eins. Da ist eins. Und die zwei sind tot. Und da ist so ein Giftsprüher, den können wir vielleicht auch noch Kann man gleich noch mitnehmen. mitnehmen. Und sonst schaffen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Nee, passt schon. Nimm die zwei. Bleib einfach stehen. Okay, warte, warte, ich muss noch schauen, dass ich auch alles erwischen kann. Kann ich erwischen, kann ich erwischen, kann ich erwischen. Dann mache ich den da gleich noch mit, den Typen. Oder, nee, zuerst muss ich natürlich mit denen anfangen. Fang mit dem linken an, mit dem linken. Nee, so und dann. Achso, ja, gut, stimmt. 3, 2, 1. Tox perimeter is compromised. We now have multiple openings. Be aware. Updates on your BF interface. Wir haben echt immer ein Problem mit den Zielen. Jetzt kannst du vielleicht noch so eine Sonde mit erwischen. Aus. Boah. Boah. Wieso ist der so schlau, der Dicke? Achso, das wollte ich jetzt eh, oder? Ich glaube. Wofür habe ich dann diese Filter da zerstört? So, wahrscheinlich, weil du damit so aussehen sieht, als würdest du angreifen wollen. Achso. Sehr schön, genauso wie geplant. Ja, komisch eigentlich. Ja, sehr wahrscheinlich ist es der Typ. Der Der McMullen. Dicke. Achso. Ist ja wahrscheinlich unser Informant oder so ein Scheiß. Weil der war halt echt Hey, das schlau. kommt mir doch irgendwoher bekannt vor. Was hab ich jetzt gar nicht gesehen, genau. Bye, boss. That is a foolish thing to do. You know who I am. And you know what I do. You were always so smart. You were ready to give up all our secrets. So you infected me. No, no. Are you insane? But you always were a lateral thinker. Plans within plans. Put down the file and back away. Das war mal das Bild von dem Hinwerfer. Died, threatening to release the most deadly virus in history on the people of New York. You died in Penn Station, but the virus found its way into your bloodstream. And here you are, filling in the blanks. We were trying to figure it out. You just wanted to bring it all down. But this isn't what you came for. You want to know what happened at Hope, Idaho.
You want the truth. I know the secret. Listen, there's nothing else you can do. Das Loch im Kopf. Das hätten sie echt nicht so machen müssen. Also, und Alex, sind wir jetzt in der Erzzeit zufällig? Egal. Alex ist also gestorben, als er das Virus freigesetzt hat. Weil er das Virus in New York freigelassen hat. Und dabei haben sie ihn halt erschossen, dadurch kam das Virus in seine Blutbahn. Und jetzt hat dadurch... Und er hat ja bei Gentech gearbeitet, gell? Und warum hat er es überhaupt hingeworfen? Was war da genau los? Die haben gerade gesagt, er wollte das Virus freilassen. Das war einfach seine letzte Aktion. Weil wir einfach so cool sind. Ja. Okay, ja. Dann, wir wollten halt mal verrückter Massenmörder spielen. Hört doch mal vor. Ja, das machen wir mal einen kurzen Part und mal einen Cut wieder. Ja. Und bis gleich.